Eckart Rehberg ist als Politiker auf Bundesebene derzeit auf Sommertour. Auch in Güstrow machte er Station und entdeckte in der Oase neue Sportmöglichkeiten. Patang ist ein dem Buhlspiel zugeordneter Präzisionssport, der nun auch auf der Außenfläche der Oase möglich ist. Geschäftsführer Holger Schneider lud Eckart Rehberg gleich zu einem Spiel ein. Das ist doch eine gute Idee zum 17. Geburtstag des Bades. Im Sport, da gibt es einige Möglichkeiten. Wir haben ja hier ein fantastisches Grundstück. Und wir müssen das so Step by Step auch wieder erwecken. Es gab es ja alles schon mal. Wir müssen das ja nicht neu entdecken. Es gab es ja schon viele Sportveranstaltungen hier auch auf dem Oasengelände. Das wollen wir wieder reaktivieren. Da wollen wir wieder Bewegung reinbringen. Und da gibt es wahnsinnig interessante Sportarten, die ich auf meinem Weg durch Europa kennengelernt habe. Und die werden wir Step by Step auch hier integrieren. Und ich hoffe, dass es dann unseren Bürgern hier in Güstrow auch Spaß macht. Für Eckart Rehberg ist es wichtig, sich in der sitzungsfreien Zeit in seinem Wahlbezirk umzuschauen. Die Oase sieht er als wichtig und erhaltenswert an. Ich glaube, die Oase muss und sollte saniert werden, auf einen neuen Stand, energetisch, aber auch technisch. Und ich glaube, das Gelände hat ein Riesenpotenzial. Und der Holger Schneider hat mir Pläne vorgestellt, die nachvollziehbar sind. Und was mich daran auch überzeugt hat, nicht alles auf einmal, sondern Schritt für Schritt. Holger Schneider hat schon einige Pläne in petto, die auch dem Bundespolitiker gefallen. Einmal hob er das Kinderschwimmen für Kinder hervor, aber auch Angebote für ältere Menschen. Stück für Stück möchte der Geschäftsführer gern etwas verändern. Zuerst aber steht die Sanierung im Vordergrund. Und dafür haben die Stadtvertreter ja bereits ein positives Signal gesetzt.